Schön, dass du da bist. Wir kennen dich. Sei einfach hier mitten unter uns, sei unser Gast oder sei eine von uns. Dafür danke schön. Dieses Feierabendmahl habe ich mal unter den Titel gestellt, dass ich erzählen wollte, unser freies Leben. Ich hatte mir eigentlich vorgestellt, so ein Abendmahl ist eine festliche Saal. Und als ich dann erfuhr, dass das unter freiem Himmel passiert, hatte ich plötzlich ganz andere Assoziationen dafür. Und ich habe ein bisschen mit diesem Wort gespielt, freier Himmel, und lade Sie jetzt einmal ein, einmal ein bisschen ruhig zu werden und mal auch zu gucken, was ist denn das heute Vergnügen? Schauen Sie uns mal den Himmel, wir haben ja wirklich einen freien Himmel heute, keine Wolken, habe ich ja nicht planen können. Wir können wirklich ganz weit hoch gucken. Unter freiem Himmel sein. Das heißt, ich habe einen freien Blick nach oben. Nichts behindert mich. Ich denke mich ein. Ich sehe weiter, als meine Augen fokussieren können. Auch ganz große Dinge, wie im Fall ein Flugzeug, können ganz klein sein. Manchmal bleiben sie sogar unbemerkt. Nicht, dass es sie nicht gibt, aber ich nehme sie nicht mehr wahr. Unter freiem Himmel wie hier oder wie heute den ganzen Tag sind wir den Kräften dieses freien Himmels ausgesetzt. Es hätte jetzt regnen können, dann hätten wir wirklich ein großes Problem. Heute hatten wir ganz viel Sonne. Und auch da haben Sie gemerkt, Sie sind dieser Sonne ausgesetzt. Sie haben sich schützen müssen, vielleicht auch Schatten oder grüne Schals auf Köpfen gesehen und so weiter.